Unser gemeinsames Gedächtnis wird von historischen Erinnerungen bestimmt. Diese Erinnerungen sind jedoch nicht einfach so da. In der deutschen Geschichte hat es stets Menschen gegeben, die bestimmte Ereignisse und Orte fest mit einer deutschen Identität verknüpft haben. Und dies geschah niemals ohne Grund. In dieser Folge setzen wir uns mit so einem Erinnerungsort auseinander, der lange versprach, der Ursprung der deutschen Nation gewesen zu sein. Und damit lass mal nach. Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder, soll der römische Kaiser Augustus, 9 nach Christus, verzweifelt ausgerufen haben, nachdem er den abgeschlagenen Kopf des Feldherrn Publius Quintilius Varus erhalten hatte. Eben jene 3 Legionen des Varus waren kurz zuvor im Teutoburger Wald überfallen und vernichtend geschlagen worden. Den Befehl für diesen Überfall hatte der Cheruskerfürst Arminius gegeben. Und eben diesem Arminius, der im Deutschen meist mit Hermann übersetzt wird, setzte man nun 1875 ein Denkmal zur Feier seines Sieges über das Römische Reich. Das Denkmal in der Nähe von Detmold misst knapp 54 Meter, wovon die Statue bis zur erhobenen Schwertspitze allein 20 Meter ausmacht. Damit ist es die höchste Skulptur in Deutschland und war bis zur Einweihung der New Yorker Freiheitsstatue 1886 sogar die höchste Statue weltweit. Beeindruckend. Aber warum hat es fast 2000 Jahre gedauert, bis man diesem Mann ein Denkmal gesetzt hat? Das hat damit zu tun, wie die nachfolgenden Generationen mit der Erinnerung an die Römer und Germanen umgingen. So sahen sich die mittelalterlichen deutschen Kaiser als Nachfolger des römischen Kaisers Augustus. Man bezog die eigene Herrschaft auf die Größe und Macht des Römischen Reiches. Da war eine kleine Niederlage an den Grenzen des Reiches eher uninteressant. Erst mit der Wiederentdeckung der Texte des römischen Geschichtsschreibers Tacitus durch die Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts wurde auch die Varusschlacht wiederentdeckt. Besonders bekannt geworden ist Tacitus für das Werk Germania, in dem er die vermeintlichen Gebräuche und Verhaltensweisen der Germanen beschrieb. Wieso vermeintlich? Es gilt mittlerweile in der Geschichtswissenschaft als gesichert, dass Tacitus in seinem Werk nur wenige tatsächliche Fakten beschreibt. Tacitus ist selbst niemals da gewesen, weder in den römischen Provinzen Germanien, geschweige denn im wirklichen Germanien. Vielmehr spiegelt er in der Darstellung der Germanen die zeitgenössischen Römer. Dem vermeintlich sittlich verkommenen und faul gewordenen Römer stellte er den naturnahen und moralischen Germanen gegenüber. Das ist zwar literarisch interessant, aber als historische Quelle nur mit Vorsicht zu genießen. Es ist natürlich klar, dass solch eine positive und idealisierende Darstellung der Germanen gerade während des beginnenden Nationalismus in Deutschland begierig aufgesogen wurde. Mit der Abdankung Kaiser Franz II. Im Jahr 1806 war das Heilige Römische Reich deutscher Nation zerfallen. Und einen deutschen Staat gab es noch nicht. Auf die Römer konnte man sich jetzt also nicht mehr beziehen. Richtig. Intellektuelle suchten nun nach einer sogenannten deutschen Identität, die es so nicht gab. Und zack, da kamen die Germanen wieder ins Spiel. Wieso setzt du Germanen eigentlich die ganze Zeit in Anführungszeichen? Weil es die Germanen nicht gab. Und es ärgert mich, wenn Leute von Germanien sprechen, als sei das ein zusammenhängender Nationalstaat gewesen. Es gab germanische Stämme, ja, die wohl auch eine einheitliche oder zumindest ähnliche Sprache gesprochen haben. Aber diese Stämme haben keine Einheit gebildet. Manche mochten sich untereinander, andere nicht. Manche haben sich mit den Römern ganz gut verstanden, andere wiederum nicht. Dieser ganze Die-Germanen-Kram kommt aus dem 19. Jahrhundert, als man historische Wurzeln kreierte, um einen dezidiert deutschen Nationalgedanken zu legitimieren. Das reicht bis in die frühe Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts hinein. Während der Freiheitskriege gegen Napoleon zwischen 1813 und 1815 war Frankreich für einen Großteil Europas zum Erzfeind geworden. Interessanterweise wurden die Germanen-Idee jetzt auch dazu genutzt, um die deutsche Kultur von der französischen abzugrenzen. Denn während sich die Deutschen nun auf die von den Römern unbesiegten Germanen zurückführten, setzten sie die Franzosen mit den Römern gleich. Immerhin war Gallien 46 vor Christus von Caesar erobert und später in das Römische Reich integriert worden. Bis auf ein kleines gallisches Dorf, das nicht aufgab, der römischen Besatzung Widerstand zu leisten. Das stimmt natürlich. Wusstest du, dass sich die Figur des Asterix auf den Avernafürsten Vercingetorix bezieht? Dieser war während des Gallischen Krieges von Caesar besiegt und später getötet worden.
Für Vercingetorix wurden übrigens im 19. Jahrhundert in Frankreich ebenfalls Denkmäler gebaut. Und auch er wurde zum Stammvater der französischen Nation erklärt. So unterschiedlich scheinen wir diesseits und jenseits des Rheins also gar nicht zu sein. Für die Deutschen war im 19. Jahrhundert damit klar, so wie sich einst die Germanen gegen die römische Besatzung gewehrt hatten, so hatten sich nun die Deutschen gegen die französische Besatzung gewehrt. Dafür ließ man sogar Münzen prägen. Hermann, Befreier Deutschlands vom römischen Joch. Dieser Frankreich-Bezug wird auch am Denkmal selbst klar. So blickt die Statue nicht nach Süden, also Italien und Rom, sondern nach Westen, gen Frankreich. Außerdem nimmt die Inschrift des Sockels aktiv Bezug auf den deutsch-französischen Krieg von 1870-71. Die französischen Kaiser Napoleon und später Louis Napoleon werden als verwelscht, was hier so viel wie romanisiert meint, beschrieben, während Kaiser Wilhelm I. als einiger der deutschen Stämme dargestellt und damit mit Hermann alias Arminius gleichgesetzt wird. Diese Darstellung beschränkt sich übrigens nicht allein auf das Hermannsdenkmal. Wir haben hier die Vorzeichnung Anton von Werners für das Mosaik der Siegessäule, die in Berlin zur Feier des Sieges über Frankreich 1871 aufgestellt worden ist. Auch hier sehen wir einen französischen Kaiser. Der sieht ein bisschen aus wie Napoleon. Richtig. Und wie noch? Ein bisschen auch wie Augustus. Ganz genau. Während wir hier Deutsche haben, die mit blondem Bart und Flügelhelm gezeigt werden, was wohl an die Darstellung von Germanen erinnern soll, sehen wir auch auf dieser Skizze wieder, wie Franzosen mit Römern gleichgesetzt werden. Seinen wirklichen Höhepunkt sollte der Germanenkult unter den Nationalsozialisten finden, die mit ihrer Idee von einer angeblich germanischen Urgemeinschaft die sogenannte deutsche Volksgemeinschaft beschworen. Damit rechtfertigten sie die Verfolgung und Ermordung von Millionen von Menschen, da diesen das vermeintliche germanische Blut fehle. In diesem Zusammenhang ist die Germanenrezeption innerhalb der deutschen Geschichte tatsächlich äußerst kritisch zu sehen. Und es ist vielleicht auch deutlich geworden, wieso es mich immer so ärgert, wenn Menschen die Germanen als Begründer Deutschlands darstellen. Diese Idee ist gezielt kreiert worden, um den Menschen in der Krisenzeit des 19. Jahrhunderts einen Identifikationspunkt und eine Legitimierung der eigenen politischen Interessen zu geben. Jetzt hast du das Hermannsdenkmal schon sehr stark auseinandergenommen. Immerhin ist es bis heute noch ein schönes Ausflugsziel. Genau wie die Landschaft, der wir uns in der nächsten Folge widmen werden.